Sie haben das Ergebnis gesehen und gehört. Die anderen Parteien haben in der Abstimmung heute unsere Vizepräsidentin-Kandidatin nicht gewählt, sondern sie hat noch weniger Stimmen gehabt als das letzte Mal. Das ist sozusagen eine Steigerung des Undemokratischen, wenn eine solche Steigerung überhaupt noch möglich ist. Es ist offensichtlich in diesem Parlament nicht möglich, in irgendeiner Weise konsensual zu arbeiten, sondern wir sollen ausgegrenzt werden und man will uns an nicht beteiligen an allen demokratischen Prozessen, denn es ist ja nicht nur der Bundestagsvizepräsident, es sind ja auch bestimmte Gremien. Wir haben jetzt in der Fraktion darüber beraten und wir werden jetzt künftig, ich kann auch nicht sagen in jeder Sitzung, wir fangen damit bei der nächsten Fraktionssitzung an, wir werden jetzt in jeder Möglichkeit, die wir haben, bei jeder Möglichkeit einen weiteren Kandidaten für den Vizepräsidenten des Bundestages aufstellen. Und wir werden zugleich prüfen lassen, inwieweit dieses unvollständig besetzte Gremium zu rechtlichen Konsequenzen führt. Denn in dem Präsidium wird ja auch entschieden, zum Beispiel über Beamtenbeförderung. Und wir lassen prüfen, ob diese Entscheidungen, die alle ohne uns stattfinden, legal und legitim sind. Das ist aber eine juristische Prüfung, die bereits im Gange ist. Wenn wir da eine Möglichkeit sehen, werden wir rechtliche Schritte ergreifen. Die andere Maßnahme, dass wir sozusagen künftig jedes Mal, wenn es möglich ist, einen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten aufstellen, haben wir heute in der Fraktion einstimmig beschlossen. Ja, eigentlich fällt einem zu diesem Vorgang, der sich heute zum wiederholten Male im Deutschen Bundestag abgespielt hat, fehlen einem dafür die Worte. Uns wird das demokratische Recht als größte Oppositionspartei verweigert, den Bundestagsvizepräsidenten zu stellen. Und das ist etwas, was ganz klar gesagt ein Schlag ins Gesicht der Demokratie in diesem Hause ist. Wir können überhaupt nicht verstehen, warum das so seit anderthalb Jahren gehandhabt wird. Und wie Herr Gauland das jetzt gerade angedeutet hat, wir werden einen neuen Kandidaten bestimmen, angefangen in der nächsten Fraktionssitzung. Aber wir werden diese Lage natürlich sehr genau auch intern auch analysieren, wie es zu diesen Ergebnissen kommen konnte. Denn es ist eine tadellose Kandidatin gewesen. Es ist unser zweiter Kandidat gewesen für den Bundestagsvizepräsident und unser erster Kandidat Albrecht Glaser, auch ein tadelloser Demokrat, wurde nicht gewählt. Und wir hoffen, dass durch die Analyse und letztendlich durch eine Neuaufstellung sich die anderen Fraktionen das sehr genau überlegen werden. Denn eins müssen wir festhalten, die anderen Fraktionen haben sich damit keinen Gefallen getan. Danke. So. Fangen Sie an, Frau Buchholz, bitte. Es ist unklug, uns die Sitze für wichtige Gremien vorzuenthalten. Wir sind die größte Oppositionspartei im Hause. Wir haben den Vorsitz von drei Ausschüssen. Und selbst auch bei den Gremienwahlen, wichtigen Gremien, fallen unsere Kandidaten permanent durch. Und das ist etwas, was der Wähler sehr genau beobachten wird, wie hier mit uns auch umgegangen wird. Und dieses Verhalten deklarieren wir als ganz klar undemokratisch und auch ungemessen dem Hohen Hause gegenüber. Nächste Frage bitte. Herr Gebhardt, Sie sind von ZDF, machen wir Herr Feurer. Würden Sie sagen, dass der heutige Tag schon ein Wegscheid ist im Verhältnis zu den anderen Fraktionen? Ist das jetzt am Ende der Freundlichkeit? Na, also Entschuldigung, ich erlebe keine Freundlichkeit, habe ich noch nie erlebt. Deswegen ist das heute nur die Fortsetzung der bisherigen Politik mit ähnlichen Mitteln. Aber von Wegscheide kann ja gar nicht die Rede sein. Dass Sie sich jetzt ändern, als Reaktion darauf.
Wir machen eine sachliche Oppositionspolitik im Deutschen Bundestag und daran halten wir auch fest. Genau. Herr Gebhardt, bitte. An Herrn Gauland die Frage. Einmal, Sie haben ja gesagt, wer Krieg haben will, kann Krieg kriegen. Inwiefern ist heute der Tag dafür gekommen? Und zweite Frage, es gab ja auch Meldungen kurz vor dieser Wahl, dass in den eigenen Reihen es Abweichler geben wird, die Sie nicht mittragen könnten, Frau Haarder-Kühnel. Inwiefern, wie sehen Sie das? Gab es diese Abweichler und welche Auswirkungen hatte das? Das kann ich nicht sagen. Glaube ich nicht, denn die Fraktion hat hier einstimmig votiert. Aber da keine Namen genannt sind, sind das alles Vermutungen und ich möchte zu Vermutungen keine Stellung nehmen, weil ich es nicht beurteilen kann. Es steht ja, es ist anonym und es steht nichts dahinter. Das halte ich nicht für eine gute journalistische Tat, das muss ich sagen. Wer Krieg haben will, kann Krieg kriegen heute. Wer Krieg haben will, kann Krieg kriegen. Ja, die machen das ja. Entschuldigung. Also wir sind ja gar nicht die, die den Krieg angefangen haben. Wenn das heute keine weitere Kriegserklärung auf die vielen, die wir schon hatten, haben, dann weiß ich gar nicht, was das ist. Ein Friedensangebot war das nicht. Oder vielleicht der Versailler Vertrag. So ähnlich haben die sich heute verhalten. So, wir haben noch zwei Fragen. Eins geht an Frau Fiedler und dann an Sie. Und dann müssen die Herren Abgeordneten wieder ins Plenum. Bitte, Frau Fiedler. Die Damen und Damen Herren auch. Abgeordneten. Pardon, ja, das war dann nur ein Scherz. Obwohl, wenn wir zu Hause bleiben können. Ist es richtig, dass Sie auch jetzt keine Reden mehr zum Protokoll geben? Das heißt, dass es sehr spät werden kann, dann irgendwie so in der Nacht von Sonntag auf Freitag? Das ist so, ja. Sie bitte. Wer wird denn der nächste Kandidat sein oder Kandidatin, die Sie jetzt aufstellen werden? Das bestimmt die Fraktion. Das haben wir heute nicht besprochen. Das machen wir in der nächsten Fraktionssitzung. Das die haben wir heute findet am Dienstag so festgelegt. Statt. Gut, vielen Dank Danke. Für Ihre Aufmerksamkeit.